Habe ich den Wagen jetzt mitgekattert? Ich habe den Wagen mitgekattert, Leute. Was eine Scheiße. Unser Wegele ist auch weg. Oh, zwei Stück. Open the door for the Armsy Connection. Schalalalalay. Lay. Ja, so mag ich's. Langsam kommt ein bisschen Holz zusammen, Jungs. Ihr macht eure Arbeit gar nicht schlecht heute. Servusle, meine Lieben. Schön, dass ihr reinschaut auf eine gemütliche Runde The Forest mit Voucher und mit Nameless. Mich zieht's schon wieder rüber, Leute, an die neue Bude. Jetzt haben wir angefangen. Uns fehlen noch ein paar Sticks, wer sich erinnert. Die holen wir jetzt eben auf dem Weg. Und dann möchte ich heute gerne ein bisschen Holz an die Fassaden bringen, damit wir mal sehen, wie es da mit der Raumhöhe wird und so. Da habe ich jetzt irgendwie Blut geleckt, was das Bauvorhaben da angeht. Da schauen wir jetzt heute natürlich gleich nochmal rüber, ne? Ich bin auch schon mehr oder weniger auf dem Weg. Zur neuen Bude, zur neuen Bude. Bin ich jetzt falsch gelaufen? Ne, ich bin auf dem richtigen Weg, Leute. Ich bin gespannt, wie es werden wird. So, wir brauchen aber noch mehr Sticks, glaube ich. Flap, Flap. Immer die einzelnen hier. Ich meine sogar, wir müssen nochmal los. Da waren nämlich noch mehrere offen, ne? Ich laufe mal hier durch. So, Leute. Ich habe auch überlegt, ob ich offscreen ein bisschen Holz besorge. Dann ist mal wieder alles durcheinander gekommen in der Planung. Kennt ihr ja. Da ist ja noch dieses Stückchen, das sich Leben nennt. Und das hat immer seine eigenen Pläne. Das heißt, wir werden jetzt einfach zusammen da durch müssen beim Holz holen. So, jetzt gucken wir mal, wie viel noch fehlen. Mal schauen, wer heute auf dem Plan steht. Ob wir Besuch kriegen oder nicht. Ich nehme an, irgendwer kommt bestimmt vorbei. Da fällt mir gerade ein, ich muss Pfeile noch machen, Leute. Aber erstmal machen wir das Ding hier fertig. Achso, ich könnte ja theoretisch die Totems auch umhauen, ne? Da stehen ja mittlerweile echt genug rum. Ja, reicht nicht. Das reicht leider nicht. Das reicht leider nicht. Wie viel fehlen denn jetzt noch? Ey, drei Stück, die kriege ich doch, wenn ich das Ding hier wegsäbel, oder? Und? Da vorne liegt noch eins. Nimm das ruhig, nimm das ruhig. Nimm das ruhig in deine Hand. Schalalalala. Scheiße, jetzt fehlt noch einer. Ja, aber da draußen waren doch so viele Totems. Da werden wir doch noch eins uns abgreifen können, oder? Hier, gucke, da steht alles voll mit Zeug. Schwupp, und schon haben wir es eingesammelt. Das Stöffle nehme ich auch noch mit. Natürlich wird der Häuptling sauer sein, aber der müsste ja langsam auch mal begreifen, dass dieses Dorf nicht mehr sein Dorf ist. Ne? Schmeißt er die Tränkkisten hier um? So, Leute. Oh, guck mal, da können wir uns schon einen Stuhl mit hochnehmen. Wunderbärle, Manerle. So, vier Lockholders sind angebracht. Das heißt, jetzt können wir loslegen, Holz holen. Würde ich sagen, wir knallen uns draußen mal ein paar Dynamitstangen raus. Und dann, ich sag mal, wenn ich jetzt das Tor hier fertig machen würde, wir kommen da schon noch mit dem Wagen rein und raus, oder? Ach, die scheiß Wäscheleine, die habe ich vergessen. Ich glaube aber, dass es genau richtig sitzt, dass das funktionieren könnte. Wo holen wir denn Holz? Ich würde sagen, da hinten raus, oder? Den besten Wart, den besten Pfad will ich sagen, suchen wir uns jetzt hier. So, pass auf. Dynamit haben wir bestimmt einstecken. Haben wir immer einstecken. Machen wir die erste Stange an. Und dann lieber Nameless. Da vorne stehen sie super. Hier stehen sie doch gar nicht schlecht. Hau die Stange dahin. Drüber hinwegrand, umgedreht und Hämsle. Einer, zwei, drei. Der kommt auch mit. Vier, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, natürlich haben wir sie jetzt auf den Plan gerufen. Das ist ja aber immer so. Ich fahre mal näher hin, dann brauche ich nicht so weit laufen. Vielleicht schaffen wir es heute irgendwie fürs Auge. Ne? Sei ja immer fürs Auge ein bisschen was zu machen oben, indem wir tatsächlich einige Holzplanken anbringen. Wir müssen ja bloß noch mit dem Holz reinfahren in die Bude jetzt. Ne? Es ist nicht mehr wie vorher, dass wir einen riesen Weg haben. Wir können jetzt einfach reinfahren und da freue ich mich halt jetzt schon drauf. Ne? So, Bämsle, Bämsle, Bämsle. Die machen wir heute alle weg hier, dann wird es auch ein bisschen lichter wieder. Sind wir so voll mit Bäumen in diesem Wald. So, meine Lieben. Okay, wir sind schon tatsächlich beladen. Sollen wir erst das Tor machen, dass wir sehen, ob das gut ist oder ob ich es wegkattern muss? Komm, wir machen erst das Tor, Leute. Dann haben wir da unten auch einen Verschluss. Falls es mal eng wird, können wir zumachen. Dann haben wir unsere Ruhe, weißt du? So, guck mal, hier durch ist super. Ah, der Tennisspieler im Weg. Ja, es ist halt nicht der beste Weg hier. Pass mal auf, was mache ich jetzt? Dann sehen wir, was wir gemacht haben, Leute. Okay, erster Teil ist fertig. Oh oh, ich habe mir es fast gedacht. Das ist etwas eng gemacht. Bitte pass durch. Nee, oder? Ey, es kann doch nicht wahr sein. Dann hätten wir aber doch theoretisch hier wahrscheinlich das geschafft, dass dann, ich muss den Cutter rausholen,
Dass da eine Doppeltür hätte hinge... Ich muss nochmal gucken. Eine Doppeltür wäre cool, oder? Pass mal auf. Ich hau die jetzt erstmal weg. Es sieht wohl so aus, als ob der mir... Wieso zeigt mir das da oben noch so komisch an? Die Plattform steht noch. Da habe ich jetzt echt ein bisschen Panik gehabt, ne? Bah, scheiße, sind sie direkt... Habe ich den Wagen jetzt mitgekattert? Ich habe den Wagen mitgekattert, Leute. Was eine Scheiße. Unser Wegele ist auch weg. Oh, Lego Mio. Vielleicht sollte ich einfach rausgehen heute und morgen weiterspielen, Leute. Ist der Hammer. Pass mal auf, wenn ich das weiter hier drüben anzeichne. Praktisch so. Und einfach hier nochmal einen dran gebe. Müsste ich da nicht eine doppelte Flügeltür reinkriegen? Na, jetzt ist sie mittig einfach, ne? Ah, doch. Doch, doch, das geht. Bämsle. Genau, jetzt muss ich es nur noch umdrehen. Dann haben wir es wirklich. So, Leute. Jetzt habe ich den Wagen weggesprengt. Alter Schwede. Was eine Scheiße. Jetzt müssen wir einen Wagen holen, nehmen wir oder einen neuen bauen. Komm, wir bauen einen neuen. Gut. Aber auch das gehört dazu natürlich. Ich habe da gar nicht drauf geachtet, dass der hinten dran steht, ne? So eine Scheiße. Pass auf, ich hole uns. Was hat denn der Baum hier für einen Fehler? Ach, das sind Lichtstrahlen. Junge, Junge. Also, wir brauchen einen Wagen. Den machen wir uns jetzt als erstes. Nehmen wir es. Leute, meine Map verändert sich. Sie ist einfach nicht mehr dieselbe. Sie ist einfach nicht mehr dieselbe, oder? Das merkt ja jetzt gerade jeder. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Zwei. Zwei. Hier bleibe ich jetzt und baue den Wagen schön. Wahnsinn, was hier so passiert, oder? Scheiße, schade ums Holz halt. So, noch eins weiter. La 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 la. So, mein Freund, wie viel fehlen uns? Ein paar. Nochmal die Machete raus. Das ist er nicht. Aber ist egal. Ne, dauert zu lang. Junge, Junge, heute bin ich wieder eingefahren. Zwei. Vier. Sechs. Acht. Zehn. Und jetzt müsste es eigentlich auch schon fast reichen. Bams. Habe ich den Wagen weggehabt? Egal. Gibt Schlimmeres. Weiter geht's. Nur nicht aufhalten lassen. Bei sowas. Einfach drüber hinwegsehen. Oh, fällt mir gerade ein, wir haben auch keine Pfeile mehr, ne? Ich muss noch Pfeile machen, Leute. Verzeiht mir dies, hatte ich nicht mehr dran gedacht. Ist der hinter uns? Ja, irgendwo springt da rum. Die holen wir uns auch noch. Kurz rein ins Inventärle. So, meine Lieben, dann können wir uns auch gleich wieder wehren und dann ist die Welt doch schon wieder in Ordnung. Ah, dann, das ist, wenn man was will, ne? Das ist, passiert mir meistens, wenn ich was wirklich will, wie jetzt zum Beispiel hochfahren in einen zu einem Bereich, die Dinge will ich gerne aufhängen, die Kronleuchter. Dann passiert es mir, dass ich mich verbaue, dass irgendwas passiert, was einfach nicht dazu passt. Deswegen einfach durchatmen. Machen wir uns bewusst, dass es in der nächsten Folge erst fürs Auge was gibt und schon läuft es lockerer, weißt du? Hallo, mein Freund. Warum kommen eigentlich jetzt immer nur die? Nehmt es, der war gut. Ich habe gesehen, wie es am Kopf gespritzt hat, aber er nicht. Die Rolle, die musst du ihm gönnen. Die war nicht gut. Die war nicht schlecht. Jetzt hast du ihn. Fünf Pfeile später, Alter. Ne? So, lassen aber heute liegen. Wir brauchen den heute nicht. So, dann schauen wir mal, ob es jetzt klappt mit der Tür. Weil jetzt haben wir eine doppelte Tür. Hätte ich gleich machen sollen, ne? Hätte ich gleich machen sollen, aber beim letzten Mal anzeichnen hatte ich das Gefühl, da passt kein Doppelte hin. So, reicht uns das im einen Wagen voll zu kriegen? Das wäre eine super Geschichte. Guck schön rum. Lass nichts liegen. So. Nee. Halt mal einen halben Waldverschleiß, weißt du? Offensichtlich war es das. Dann schauen wir mal, ob die reichen fürs Tor. Und dann gehen wir gleich wieder raus. On my way. Hey, yeah. Hier ist eine Lücke, fahr da durch. Da brauchst du feines Händle mittlerweile hier bei der Strecke. So, und dann nach dem Tennisspieler rein, jawohl. Und dann hier so direkt abgebämst. 13 nehmen das, das wird nicht reichen, was ihr da geholt habt. Da muss doch mal raus, ne, ist klar. Schade drum. So, mal woanders holen, aber das ist, glaube ich, der nächste, beste Weg, oder? Weiter geht's.
Oh, ich höre einen AMSI, Leute. Das könnte vielleicht bedeuten, dass wir schneller an Holz kommen heute, als wir es dachten. Wir müssen den jetzt nur finden, ausmachen, hier rüber schleifen. AMSI, ich hab dich schon gehört. Komm zu mir, du AMSI-Tier. Wo wird denn der sein? Wenn wir den hier durchjagen eine Weile, Leute, dann haben wir normalerweise Holz. Ich habe schon ewig keine AMSI mehr gesehen, fällt mir gerade so auf. Wir gucken gleich nach dem. Man kann ja hier trotzdem mal ein bisschen weiterbauen, ne? Ist bestimmt auf der anderen Seite. AMSI! Ihr habt ihn doch auch gehört. Hallo? Was machst denn du hier? Machst du einen auf Geist? Hast du gesehen, wie der gezuckt hat? Jetzt so. Da ist er. Oh, zwei Stück. Open the door for the AMSI Connection. Schalalalalei. Lei. Ja, komm. Komm hier rum. So, jetzt hoffen wir natürlich. Bäm, hat er schon den ersten gefällt, Leute. Ich muss nur gucken, dass ich den zweiten. Komm hier. Oh, du hast sogar ein Stick-Ding getroffen. Nein. Da kommt der zweite. Natürlich haben wir dann, wenn wir Glück haben, auch zwei Rüstungen, ne? Hallo. Jungs, was sieht's aus mit Bäumen? Der hat jetzt da rumgeschlagen und der Baum ist nicht weggeflogen. Sind sie? Da ist einer. Huch. Oh, der läuft jetzt auch schon, mehr hast gesehen. Ich glaube, dass unsere Map langsam kaputt geht, Leute. Da ist der nächste. Zwei im Auge zu behalten ist nicht ganz so witzig, finde ich. Ist jetzt einer. Da ist der zweite. Ja, du musst aber auch Glück haben mit denen. Ne? Ich ziehe sie mal rüber, wo wir eigentlich die ganze Zeit Holz holen. Wieso Pferde sind die unterwegs? Ah! Die machen keine Bäume mehr weg. Das ist ja, da hatten wir ja im Stream. Ah doch, jetzt ist mal wieder einer geflogen. Der fliegt ins Dorf rein, ne? Und wieder einer, oder? Ja, doch, so vereinzeln. Müssen wir nachher mal außen rum gehen. Jetzt hat er mich erwischt. Aber den Baum auch. Machen wir dann morgen früh, wenn es hell wird, oder? Hups. Hupsi, tupsi, sagte er. Irgendwann fällt er dann halt auch um. Wow, hast gesehen? Den hat er geschnappt, da war er sauer. Boah, wie die rumfliegen hier. Jetzt kommen die Kleinen, die nerven natürlich jetzt ein bisschen hier bei meinem Unternehmen. Der ist auch noch sauer. Ja, hier solltest du mich schlagen, genau. Ja, so mag ich's. Langsam kommt ein bisschen Holz zusammen, Jungs. Ihr macht eure Arbeit gar nicht schlecht heute. Es sind auch noch zwei blaue, ne? Müssen wir halt einsammeln später. Ups. Natürlich wird's jetzt dunkel, ist klar. Es wird immer dunkel, wenn wir so tolle Sachen machen. Wieder ein Baum. Wo ist denn der zweite? Den sehe ich leider gerade nicht mehr. Ja, jetzt fällt da alles ab hier. So muss das sein, AMSI. Ja, den hier noch bitte. Danke. Und den hier wäre nicht schlecht. Er ist halt schon sauer jetzt, ne? Und vor allem stirbt nicht mit den normalen Pfeilen. Doch, jetzt haben wir den. Und das Problem, dass wir viele kleine gelockt haben.
Oh, da ist nochmal ein Baum nachgekommen. Heute läuft es besser mit dem Schießen, ne, wie beim letzten Mal. Guck mal, Leute, es ist komplett dicht jetzt, Licht jetzt hier, ne? Cool. Jetzt müssen wir nur noch die Rüstung kriegen. Da bin ich happy und zufrieden. Den Kopf lasse ich jetzt mal außen vor heute. Wo ist der? Wo ist er denn gestorben? Wo ist er denn gestorben? Sehe ich den nimmer? Hier ist er. Oh, ich sehe ihn nicht mehr, Leute. Ich sehe aber gerade, dass wir essen und trinken müssen. Hier ist er. Hier ist er. Er ist gar nicht mehr so blau, ne? So, mein Freund, gib mir deine Rüstung. Schön, dann gehen wir jetzt heim, essen, trinken, den anderen Arm, sie lassen wir überleben. Und dann sammeln wir das Holz hier auf. Und dann, Leute, haben wir auf jeden Fall schon mal richtig was in Vorlage. Wagen steht hier, merke ich mir. Haha, die Welt lachte. Na, das wird nix. Das wird nix. So, ausgezischt. Wieder mal der Test, ob wir schlafen können. Kann aber auch sein, dass nicht, ne, weil die noch da sind. Ja. Geht nicht. Immer wenn sie direkt an deinem Zipfel hängen. Das war nix. Da brauchst du keine Rüstung sammeln, wenn sowas immer passiert. Nämlich. Hat er jetzt gedacht, ich sehe ihn nicht? Der andere Arm, sie ist auch noch irgendwo. Und da kommt der Fackler. Ich glaube, wir sollten rübergehen zum Schlafen. Ich probiere es nochmal. Ne, ich höre ihn wieder. Wie sie immer im richtigen Moment wieder zurückkommen, ne? So, Alter. Den haben wir. Pfeil wieder eingesammelt, bevor es wieder zu eng wird. So. Da hinten ist auf jeden Fall ein Fackler. Boah, drüber geschossen. Hättest du ein bisschen länger warten müssen, bis der wieder hochkommt, Alter. Jetzt hast du ihn. Ja, komm, dann machen wir hier weiter. Die lassen uns eh nicht schlafen. Den haben wir schon mal rausgezielt. Die nicht. Wie viel sind das? Stehen sie rum wie auf der Mess. Keine Pfeile mehr. Keine Pfeile mehr. Und Hunger und Durst hat er, der Arme. Muss Pfeile holen. Wo hast denn die alle hingeschossen? Sind da noch welche drin? Einer. Einer reicht ja aber eigentlich für den nächsten. Ah, das war nix. Aber der hat auch einen drin. Hol den mal. Hast du? Nee. Kurzer Moment, Leute. Ich muss Pfeile machen. Machen wir es hier so halbwegs realistisch. So. Ah ja, gut, es nimmt halt immer ein bisschen Zeit weg, aber ich muss sagen, mittlerweile, es ist nicht so schlimm geworden, wie ich gedacht habe. Eine Zeit lang dachte ich, das wird unheimlich aufhalten, aber wir hatten... Achso, ich könnte ja das Tool aufstellen, habe ich ganz vergessen, Leute. Wir haben ja das Artefakt, ne? Ja, aber in der Let's Play-Folge haben wir ja sonst kaum Action, deswegen... Ne, du musst tatsächlich jetzt... Huch, wo kommst denn du her? Ah, die hat die ganzen Pfeile, jetzt weiß ich, wo sie sind. Oh, die Rüstung nimmt ab. Plus er hat halt Hunger wie Tier, ne? Ja, lass uns doch mal, wir wollen ja, eigentlich wollen wir ja nur pennen. Von euch wollte ja kein Mensch jetzt irgendwas heute. Die war nix, hast du einen Baum getroffen. So, jetzt können wir gleich schlafen, Leute. Dann essen wir, trinken wir, dann geht's immer wieder besser. So, Wahnsinn, oder? Und, Vogelgezwitscher? Ne, die ist immer noch irgendwo. Dann ess mal. Bevor du jetzt noch Schaden nimmst. Wo ist sie denn? Ah, Tag. Wir haben dich erst gar nicht gesehen. Vermutet haben wir dich auch viel später. Nämlich. Die mager irgendwie. Aha. Noch einer. Den lass mal herkommen. Jetzt aber, oder? Digga. Wahnsinn, da kommst du nicht mehr weg. Wir konnten die schon wegschlafen, das weiß ich noch. Ich habe mich ja noch gewundert, dass das geht. Jetzt hast du wieder nichts zum Essen, ne? Junge, Junge, Junge. Kurzer Moment, das nimmt halt doch ein bisschen Zeit in Anspruch. Aber Leute, es gibt weitaus Schlimmeres. Nämlich, gar nicht vorwärts zu kommen. So,
Ich will doch unbedingt sehen, wie die Hütte wird. Es wird wahrscheinlich zum Stream erst so richtig interessant, weil da kommt so viel Holz noch auf uns zu. Zwei. Na? Na? Imberfisch. Er ist immun gegen Speere. Und den da will ich auch noch. So. Wunderbärle, Wunderbärle. Da freue ich mich so drauf und komme nicht vorwärts. Aber wir haben ja Zeit. Haben wir ja gesagt, ne? Wir zetteln immer wieder mal Folgen rein. Bis zum nächsten Stream auf jeden Fall. Hoppla. Erstmal an den Stehender. So, pass auf. Wie war das wieder? C. C. Und dann E. So. Jetzt hauen wir hier auf jeden Fall einen drauf. Weil essen musst du was, sonst hast du die ganze Zeit nur Hunger. Nicht mit dem Speer. Nicht mit dem Speer. So, ein Fisch hier drauf. Einer nochmal raus. Dann ist das schon mal erledigt. Einen Schluck Wasser kannst du jetzt schon trinken, jawohl. Den Wagen haben wir nachgebaut, der steht im Dorf. Den schnappen wir uns jetzt. Dann sammeln wir ein bisschen Holz ein, Leute, wenn wir schon Holz geschenkt gekriegt haben. Da mit dem Fahrstuhl reinfahren, das wird cool. Wenn wir es schaffen, Leute. Wenn das so weitergeht, natürlich nicht. Hat er noch Pfeile? Nee. Ist dein Fisch fertig? Nee. Ist überhaupt irgendwas fertig hier? Jetzt ist dein Fisch fertig. So, sind wir wieder da. Jetzt holen wir noch die Mutantenrüstung. Ziehen wir uns noch kurz an, haben wir uns verdient, erkämpft und auf geht's. Arbeit, Arbeit. Arbeit, Arbeit. So, Leute, pass auf. Das haben wir ja schon fertig, oder fa da fehlen auch noch welche, ne? Hä? Wo kam der? Wo kommen die Hölzer her hier? Wo kommen diese Hölzer her? Haben die Amsis die Bäume hier reingekickt so extrem? Ich hoffe, das ist ja geil jetzt, ne? Guck mal. Wir haben das nicht gefällt. Das haben nur die gemacht, die zwei. Sehr schön. Wir sind mehr oder weniger jetzt Sammler. Gestern Abend waren wir Jäger. Und jetzt sind wir Sammler. Da liegt auch noch einer. Gut, die liegen halt ein bisschen verstreut jetzt, aber das ist ja nicht so schlimm. Hauptsache, wir haben keine Arbeit damit. Und uns kann keiner böse sein von denen, ne? Weil wir haben ja den Wald respektiert gestern Nacht. Waren ja die Armsjeans. Die Armjeans. Die Armsjeans. Oh, Leco Mio. Jetzt sei ich wieder fit bin, ey. Leck mich am Ärmel. Hier, den nimmst du auch noch mit. So, mein Freund. Hammer, oder? Und da liegen noch viel mehr Stämme rum. Wir werden da gleich nochmal rausgehen. Jetzt machen wir erstmal das Tor fertig. Dann haben wir zumindest mal einen Chinger wieder drin. Kommen wir hier durch? Ja, hier ist noch besser als am Tennisspieler vorbei. So, mein Freund. Und das alles nur, weil ich mich einmal komplett verbaut habe. Also, Leute, das läuft doch, oder? Das große Tor zum Fahrstuhl. Eigene Location von Nameless. So, Leute. Die lagern wir jetzt hier ein. Egal wo eigentlich, ne? So. Dann gehen wir raus, holen nochmal eine Fuhre. Wahrscheinlich machen wir jetzt das Ding voll hier. Dann können wir in der nächsten Runde auf jeden Fall mal ein bisschen was ranhauen oben, ne? Schöne Geschichte. Der Fahrstuhl ins Innere der Wohnung, das gefällt mir. Das gefällt mir, das ist genau das Richtige für mich. So, hier durch. Raus. Vor die Stadttore. Wo hängst du denn jetzt schon wieder rum? So, Leute. Fahren wir weiter rüber. Bremsen und ab. Oh, das gefällt mir. Am Stream, als wir die Szene im Stream hatten, als ich das erste Mal gemerkt habe, dass das ja tatsächlich super funktioniert, da war es besser, ne? Der hat wirklich fast jeden Baum umkranzt, den er gesehen hat. Und das war ein normaler, es war kein blauer. Und die blauen, die sind, glaube ich, nicht so dafür geschaffen, Holz zu fällen. Die wollen eher nur töten. Junge, ist das ein Haufen Zeug hier. Und den Athletikwert sollten wir heute auch mal checken wieder. Ich habe das Gefühl, da ist wieder was draufgekommen, Leute. So. Hammer, oder? Zwei Wägen voll Holz. Wir sind noch lange nicht fertig mit Einsammeln. War noch einer irgendwo gelegen? Hier noch irgendwo? Ja, da ist noch einer. Okay, wir sind schon wieder durch. Lass mich mal kurz den Athletikwert anschauen, Nemi. Lass mich einmal in die Werte rein. 71,3 Athletik. Ist der Wahnsinn, wie mich das freut halt. Alter, das ist echt gut. So. Jetzt kommen die ersten. Nee, noch nicht. Erstmal machen wir voll. Wir machen jetzt komplettes Ding voll, Leute. Ja, der muss weg, der Baum normalerweise, ne? So, links an der Hütte und dann scharf links nochmal hier rum. Ja, jawohl, am Feuerle vorbeigezirkelt. Und jetzt müssen wir auch reinfahren heute. An der Wäschespinne vorbei. Sehr gut.
Und jetzt können wir hier eigentlich auch zumachen, weil da kommen die ja jetzt erstmal nicht rein, oder? Sehr schön. Merkt ihr, jetzt zittert es gerade wieder ein bisschen. Ist aber echt nicht jedes Mal beim Einloggen. Manchmal hat es plötzlich so Bildfehler wie jetzt hier. Achtung. Manchmal geht's. Es ist halt sehr bedauerlich, dass ihr hier nicht rein könnt. Schalalala, lum, lum. War hier noch mehr Holz gelegen? Nee, ne? Ja, Leute. Haben wir ein bisschen Spaß gehabt? Haben wir auf jeden Fall schon mal einiges an Holz gewonnen. Wir gehen noch raus, einen Wagen holen wir noch. Und bei der nächsten Folge bauen wir dann das ganze Holz an, das wir jetzt gesammelt haben, ne? Ja. Komm rum, komm rum, komm rum. Früher hast du erwischt von hier. Hey, cool, nehmen das wie damals. Wie damals, als wir noch frisch waren, wir zwei. Ist das deiner? Nee. So, fahr mal raus. Kommst du hinten rum? Nee, muss sie hier drehen, ne? Gefällt mir. Ist gleich ein Stück Heimat, finde ich, Leute. Wenn man hier so ein eigenes Bereichle hat. Hallo, Whitey. Ja, 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 nicht motzen. Nicht motzen, Leute. Sucht euch ein anderes Fleckle. Sie haben die Sonne erwischt. Scheiße. Das nervt mich dann doch ein bisschen. Das war zwar ein Treffer, aber leider kein Headshot. Das war ein Headshotler. Der haut dann natürlich ab. Wenn sie merken, dass sie gleich fällig sind, hier durchschießen geht nicht, ne? Nee, das war schon immer so. Rufst du jetzt gerade deine Kumpels oder was? Warum? Wo ist denn der hingerannt? Aha. Komm. So. Eine Fuhre Holz noch holen. Bevor das, weiß ich, wenn ich jetzt ausmache, ist ja wieder alles weg. Deswegen lohnt sich das. Vielleicht können wir es auch hinten einlagern in dem anderen, wenn wir da gleich ums Eck rumkommen. Dann sind wir schneller dort. Eingelagert ist eingelagert. Und schichten es dann einfach in der nächsten Folge um. Weißt du, von einem Fahrstuhl zum anderen. So, und ich meine, wenn wir jetzt hier durchfahren, da haben wir auch den einen oder anderen Baum locker machen können. Sieht jemand was? Nee, nee. Da sind doch auch Bäume geflogen. Die haben wir doch darüber gezogen. Oh, ich dachte, wir haben mehr. Ich fahre jetzt trotzdem mal das Ding hier ab. Hier waren doch auch überall welche gestanden noch, Freunde, oder? Nee, ich glaube, dass die entweder die Spawns sind oder irgendwo sich beim Rollen zusammengefunden haben, wo ich jetzt halt gerade nicht dran denke, ne? Ja, dann machen wir es anders. Dann fahren wir jetzt das Holz hoch, bringen es an und wir holen beim nächsten Mal ein bisschen Holz. Und ich schau mal, dass ich uns vielleicht ein kleines bisschen vorfarmen kann. Ich kann es nicht versprechen, es ist zeitlich immer so Geschichte. Ich würde aber gerne, weil ich viel lieber in den Folgen was drin habe, was man fertig bauen kann. Wisst ihr ja, ich liebe die Chinger, ne? So, nehmen wir es. Jetzt mach sie hier langsam um die Ecke rum. Ja, 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 fahr ruhig mit dem Wagen rein. Lassen hier stehen, mach vorne zu. So, jetzt haben wir schon das Gefühl von Sicherheit tatsächlich ein bisschen verschmeckt. So, Leute, jetzt fahren wir mal hoch mit unserem... Guck mal, hier liegt auch noch einer nebendran. Nee, nee, hier. Yes. La, 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 la. Das mag ich. Das mag ich halt einfach, Leute. Ich brauche mich nicht mal mehr groß bewegen jetzt. Einfach Holz raus, Holz ran. Holz raus, Holz ran. So muss es laufen. Dann hast du einmal die Mühe, alles einzuladen und kommst dann aber richtig schön vorwärts, ne? Hier, guck. Brauchen wir nur rüberlaufen. Bämsle. Und Bämsle. So mag ich das. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe unheimlich Spaß gerade. Ist das gut? Ich bringe es auch überall ein bisschen an, dass man einfach schon mal so ein ganz kleines bisschen das Gefühl kriegt, wie das mit der Deckenhöhe wird. Na, da hinten ein bisschen. Dann machen wir aber eins ganz hoch, dass ich mal die Gesamtlänge sehe. Dieses hier. Jawohl. So, und da hinten machen wir auch noch eins ganz hoch. Oder soll man draußen mal eins benutzen? Das können wir auch mal... Komme ich jetzt nicht mehr raus? Doch, doch, doch. Wir kommen raus hier, ne? Ja, 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 ja. Hier zum Beispiel können wir eins anbringen. Flap. Ja, das wird schon, Leute. Das wird genau, wie ich es mir vorgestellt habe. Vor allem, wenn wir dann später den Zaun noch setzen und so. Ja, das wird gut. Aber es ist halt ein sehr umfangreiches Bauvorhaben mal wieder. Aber hey, wir haben ja schon entschieden, dass wir hier nicht mehr runterkommen von der Insel. Dann kann man natürlich auch hier bleiben und sich's gemütlich machen, ne? So, meine Lieben. Nicht troppen, einfach hier anbringen. Wieso geht es nicht, nehmen wir es? Okay. So,
Haben wir doch schon ein bisschen was geschafft, oder? Wie schnell die verbaut sind, ne? Wenn man überlegt, wie lange wir für Sammeln gebraucht haben. So, der Kollege, der wird auch demnächst fertig. Zwei Hölzer, 62 von den Dingern. Das ist natürlich ein Monkeck. Da kümmere ich mich dann später drüber. Da werden wir wahrscheinlich was davor stellen, Leute. So, hier haben wir dann das Kaminzimmer. Machen wir es uns gemütlich, ganz klarer Fall. Hier haben wir dann so eine Art Außenkampfterrasse mit einem kleinen Zaun. Da können wir hier rum. Und dann fahren wir nach oben, entweder auf die Höhe, wo jetzt angezeichnet ist, oder eins höher. Und von dort aus dann eine offene Terrasse mit einer kleinen Bude vielleicht noch, wo er schläft. Und da drauf dann den Thron. Und einen Absprungbereich für den Gleiter. Würde ich nämlich sagen, dass wir da ziemlich hochkommen noch. Ich mag's, Leute. Da liegen auch noch drei Stämme. Der hat die da. Das sind sogar noch mehr. Die hole ich jetzt noch kurz ran, dass uns die nicht vergammeln bis zum nächsten Mal. Da könnt ihr auch noch kurz dabei bleiben, wenn ihr möchtet. Die sammeln wir eben noch ein. Naja, das machen wir jetzt. Und dann machen wir Schluss für heute und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder und machen hier einfach weiter. Ist jetzt so ein kleines Projektle, wo ich so ein bisschen Bock habe, auch dran zu bleiben. Das Schöne ist ja, dass ständig was Neues ist, ne? Bei der letzten Folge war ja tatsächlich. Was waren da? Weiß ich gar nicht. Diesmal hatten wir die zwei Amsis. Bei der letzten Folge waren es eher viele kleine. Vielleicht kommt der Würmles jetzt auch nochmal vorbei, die Tage. Müssen wir mal sehen. Also es ist ein bisschen gemischt was los auch, ne? Was es etwas unterhaltsamer macht natürlich, wie wenn man nur baut. So, guck mal, das sind schon zwei. Die sind auch das letzte Mal da gewesen. Da haben wir schon vier. Und dann würde ich sagen, fünf. Sind es wirklich nur fünf? Ne, da ist noch ein sechster, siehst du? Und noch ein siebter. Sehr schön. Die holen wir natürlich jetzt auch noch ran. Dann gucke ich hier nochmal durch, ob da noch irgendwo was liegt. Nee. Aber dieses Holz haben wir uns gesichert. Das ist beim nächsten Mal auf jeden Fall noch da, ne? Hallo. Nicht böse sein, ich. Allerle, schmutziges kleines Ding. Super, guck mal. Oh, Nameless, die magst du, gell? Tatsächlich mögen wir die. So. So, und wo ist der andere? Der hat doch jemand dabei gehabt. Keine Ahnung. Meine Lieben, das wird noch eine ganze Weile dauern. Ich muss mal gucken jetzt. Ich weiß gar nicht, welchen Tag wir heute haben. Ich produziere ja momentan die Folgen und sortiere sie dann ein. Aber wir sollten auf jeden Fall schon näher am nächsten Stream sein. Mir fehlt es schon ein bisschen wieder. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es die Woche schaffe halt. Scheiß Zeitdings immer, oder? So, das würde ich jetzt auch noch gern fertig machen. Sehr schön. Das wird noch eine Menge Arbeit werden. Auf jeden Fall. Aber egal. Egal. Ist eine wunderschöne Map. Wir haben unseren kleinen Bereich hier. So soll es sein. Meine Lieben, wir sehen uns wieder, wenn ihr Bock habt, bei der nächsten Folge. Dann werden wir hier wieder ein ganz kleines bisschen weitermachen. In der Hoffnung, ich finde eine Ecke Zeit, ein bisschen Holz überall reinzuschichten, dass wir wirklich nur bauen können. Da hätte ich auch mal Lust drauf, eine Folge, dass ich, weißt du, nur eine Folge nur Holz anbringen und zu sehen, wie es wächst. So, ich speichere hier ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dann.